Die vorgestellten Aufnahmen in dieser und der vorhergehenden Episode sind von einem sehr seltenen Interview genommen worden. Roger fährt fort, einige der wesentlichen Details über die Elite und ihre dämonischen Anbetung preiszugeben. Der Meister meiner Zeit hat mir gesagt, es wäre für uns Leute an der Zeit, vertraut zu werden mit dem Anbetungsraum der Götter. Sie hatten die Geister während ihrer Materialisierung fotografiert und Gemälde von ihnen angefertigt. Circa 100 von ihnen waren im Raum aufgehängt. Wie fühltest du dich, als du diesen Raum betratst? Ich fühlte, dass diese Leute Macht besaßen und sie hatten eine Menge davon. Fühltest du dich zur Macht hingezogen? Ja und nein. Ich hatte gemischte Gefühle darüber. Weil zu einer bestimmten Stufe schauten die Dinge so gut aus, hörten sich gut an. Aber du musst wissen, ich wurde in einem christlichen Haushalt geboren und mein Vater sagte, wenn du dich in schlechten Dingen verstrickst, wirst du auch dementsprechend den Preis dafür zahlen müssen. Es gibt immer einen Preis für alles in dieser Welt. Daher kam mir dieser Gedanke, wie weit gehst du mit den Geistern, bevor du den Preis bezahlst? Also machte es dich etwas nervös. Oh ja, aber trotzdem fuhrst du fort, weil da gab's keinen Weg heraus, weil das etwas war, was uns preisgegeben wurde. Da du davon wusstest, machtest du also eher wegen Furcht weiter? Aufgrund von Furcht, ja. Weil die Hohenpriester sagten, der Meister hätte spezielle Pläne für uns in unserem Leben, dass niemand in die Gesellschaft kam, der nicht auch von den Geistern eingeladen wurde. Das wurde uns ganz deutlich klar gemacht. In Wahrheit, Roger, wurdest du von einem höchst mächtigen dämonischen Geist auserwählt, zu ihrer speziellen und privilegierten Gruppe von Menschen dazuzugehören. Du solltest wissen, in Montreals Geheimgesellschaften, wie es die Priester erwähnten, gibt es tausende von Geistanbetern in verschiedenen Gesellschaften. Aber er sagte, wir sind die Eliten. Wir wissen über die wirkliche Wahrheit unseres Meisters und seiner Engel Bescheid. Und sie sind nicht teuflisch anschauende Wesen, von Gemälden zu urteilen, die sie im Anbetungsraum auf den Wänden hatten. Sie waren wunderschöne Kreaturen. Nun, wenn du zu diesen Andachtssitzungen gehst, was für Dinge passieren da? Nun, da gibt es eine Menge Erfolgsgeschichten. Der Meister hat dies und das für mich getan. Ab welchem Zeitpunkt zeigte die Geistesanbetung persönlich Wirkung auf dich, Roger? Es dauerte nicht lange. Der Priester sagte, es wäre die Zeit gekommen, dass wir unser Vertrauen in die Geister setzen sollen und den Geistern die Chance geben, für uns zu arbeiten. Und da gab es eine Anzahl von Geschenken, von denen du aussuchen konntest. Verstehst du, was dieser Mann gerade verraten hat? Ist das ein neues Phänomen? Es existiert schon seit dem Anfang der Zivilisation. Also, was sind diese dämonischen Geister? Es sind Djinns und diese Wesen sind deutlich im Koran, Bibel und der Tora erklärt, als Dämonen, Djinn oder gefallene Engel. Über die Zeitalter hindurch haben Menschen mit den Djinn für weltliche Belohnungen zusammengearbeitet. Wie tut man das? Durch einen freiwilligen Vertrag, Gelöbnis oder Pakt, das abgeschlossen werden muss, basierend auf einer Geben- und Nehmen-Vereinbarung. Du versorgst sie mit dem, was sie benötigen und sie geben dir alles, was du dir auf dieser Erde wünschen kannst. Ist das üblich in unseren Gesellschaften? Es ist so alltäglich, dass du von jedem auf der Straße Informationen bekommst. Ich hörte, dass einige Leute in Beirut und in Libanon, die großen Dajjals, Gott weiß es am besten, sie sagen, sie beschaffen diese Substanz, rote Siba genannt, was sehr, sehr teuer ist. Sie bereiten es für die Djinn vor, ein Djinn so rot, als würde Feuer aus seinem Gesicht entflammen. Diese Djinn erfüllen ihre Wünsche und der Djinn trinkt diese rote Siba im Gegenzug. Das ist meine neue Information und ich habe das schon von einigen Leuten gehört. Dieses Phänomen ist so normal, dass es alle Formen der Popkultur erobert hat. Alles von der Musik, Filme und sogar Zeichentrickfilme. Du würdest erstaunt sein, wie viel okkultes Wissen in dem beinhaltet ist, was wir als fiktive Unterhaltung bezeichnen. Schaut jetzt, wie dieser berüchtigte blaue Djinn oder Flaschengeist seine Opfer in die Falle lockt. Meister, ich glaube, du begreifst nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Also mach dir es bequem, damit dieses Wem etwas Licht in die Sache bringt. Worst I illuminate the possibility.
In Arabisch Flaschengeist, Jinni, ist Jinni, die Einzahl des Wortes Jinn. Das Wissen erworben von dimensionsübergreifender Kommunikation mit den Dämonen, gefallenen Engeln oder eindeutiger den Djinn, ist, was sie erleuchtet, die illuminiert. Sie nennen sich die Illuminati, weil sie erleuchtet oder illuminiert sind von geheimem Wissen. Das ist das Herzstück der globalen Verschwörung. Fängst du an, das große Ganze zu erkennen? Der Priester erwähnte vor uns, dass die Zeit gekommen wäre, in den Geistern zu vertrauen und ihnen eine Chance zu geben, für uns zu arbeiten. Und da war eine Anzahl an Geschenken, aus der wir wählen konnten. Der Alibaba hatte Räuber und Scheherazade hatte Märchen dick. Doch Meister Ärmel hoch, jetzt geht es rund, mit meinem Zauber kannst du jeden Trick. Du bist jetzt Schwergewicht im Wunschwein, du hast ein regelrechtes Arsenal. Du hast jetzt Feuer, Flamme, Schwung, hau rein, halt nur die Lampe und ich komm nochmal. Dann sag ich, mein Meister Aladdin, sie wünschen bitte sehr. Die Bestellung, we tut's wie sofort, nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. Du hattest noch nie einen Freund wie mich? Verstehst du? Verstehst du, was unseren Kindern da eingetrichtert wird? Wer wird denn hungrig sein? Ich bin ja immer hier. Flüster mir nur was ins Öhrchen rein. Nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. Doch, doch, die Kunden sind uns heilig. Du bist König, Kaiser, Schar. Der Boss bist du, ich höre schon zu. In der Zwischenzeit der Baklava. Nimm was vom A-Menü, doch B empfehle ich dir. Mensch, alter Taus, nun pack schon aus, nun kleine Freundschaftsdienst von mir. Durch den feuerspeienden Drachen präsentiert der Flaschengeist Aladdin die Frauen in Rot. Dann präsentiert der Genie Aladdin mit dem Vertrag. Und durch weltliche Vergnügungen lockt er ihn hinein. All diese weltlichen Begierden können wahr werden durch solche Praktiken. Und du wunderst dich, wie die Illuminati in der Leitung der weltlichen Positionen von Macht sind. Verstehst du nun, wie die Elite illuminiert, erleuchtet sind und worauf sich ihre Macht aufbaut? Verstehst du nun, wie sehr diese gestaltwandlerischen Djinn unser Leben infiltriert haben? Verstehst du nun, was diese Götter schon immer repräsentiert haben? Gestern waren es Pharao. Dass es keinen Gott außer Allah gibt, den Al-Abama, der Allbarmherzige, der eine und einzige Gott, der Gott von Moses, Jesus und Mohammed. I'm a genie in a bottle, baby.
come, come, come on and let me out.